Hi, herzlich willkommen zu Yoga mit Amber. Ich bin Amber und wir werden heute vom Kopf bis Fuß um die Head to the Toe, there's something you can do, einmal durch den Körper durchgehen und alles ausringen, was ausgewogen werden muss, alles durchkneten, alles twisten, alles dehnen, damit wir danach umso besser entspannen können. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Los geht's! I don't mean to sound self-absorbed. If I feel good and I know so, then how am I below other things? Right, left is that way and I'm sideways. So straight up, I feel like a bird who flies without any wings. So, komm in einen Schneidersitz. Falls es für dich angenehm ist, kannst du auch deine Hüften mit einem Kissen oder mit einer Decke ein bisschen anheben, sodass du deine Wirbelsäule schön lang machen kannst. Und jetzt kreise für einen Moment deine Schultern. Gehe, wenn du es brauchst. Wecke dich langsam auf. Wir beginnen jetzt erstmal mit den Händen. Nimm deine eine Hand in die andere und massiere ein bisschen deine Handinnenflächen, deine Fingerspitzen, wecke alles auf. Gib ganz viel Energie und Liebe und Kraft hinein. Und das kannst du dann weiterführen zu deinen Unterarmen. Knete ein bisschen, gib dir eine kleine Massage. Deine Arme bis oben zu deiner Schulter, deinen Nacken. Langsam wieder zurück. Und jetzt die andere Hand. Knete deine Handinnenfläche, deine Fingerspitzen, Unterarme. Give yourself some love. Und wir versuchen heute wirklich, uns einmal von oben bis unten durchzukneten, durchzudehnen, von deiner Haarspitze bis zu den Fußnägeln. Einmal sich komplett auszubringen. Vielleicht, das könntest du machen nach dem Sport. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen steif oder verspannt. Oder vorm Schlafen gehen, wenn du noch einmal so richtig dich ausringen möchtest. Nimm jetzt mal deine Hände zu deinen Fäusten links und rechts und spreize sie dann ganz groß sternfingermäßig aus. Und nochmal zu Fäusten. Und jetzt spreize sie zu Sternfingern aus. Und jetzt, als ob du so Wasser von dir weg spritzen wollen würdest, mach Fäuste und öffne deine Hände wieder ein bisschen schneller. Atme tief. Nimm deine Hände ein bisschen höher. Und wirklich ganz, ganz, ganz dolle Fäuste machen, wenn du nach innen kommst und die Hände spreizen. Und deine Hände ein bisschen höher. Ja, the burn, I can feel it. Und schüttel deine Hände aus, komm zurück. Kreise deine Schultern und komme jetzt deine Fußsohlen aneinander. Und du kannst dir hier für das allererste Mal ein bisschen mehr Space geben. Also wenn du es gewohnt bist, normalerweise deine Fersen ran an deine Beine zu machen, dann gib dir heute ein bisschen mehr Space. Die Fußsohlen sind aneinander und halte mit deinen Händen an deinen Fußgelenken fest. Atme ein, richte die Wirbelsäule auf, öffne deine Brust, atme aus, komme sanft mit geradem Rücken, so weit wie du heute möchtest und so weit wie du gerade kommst, nach vorne. Und falls du magst, kannst du mit deinen Ellbogen versuchen, deine Knie oder deine Oberschenkel etwas weiter nach links und rechts zu öffnen. Das ist ein Hüftöffner, einen ganz besonderen Ort. Atme ein, mach die Wirbelsäule etwas länger und atme aus, komm langsam wieder zurück und gebe jetzt deinen Füßen eine kleine Massage. Du kannst hier die Innenseiten ein bisschen massieren, deine Zehen knacken lassen, falls du sowas machst. Hier richtig schön Druck, vielleicht hier die Außenkanten, einfach. Ich glaube, ihr alle habt euch schon mal die Füße massiert, also kannst auch Freestyle machen, deine eigene Art, richtig. Oh. Einmal ganz viel Energie und Kraft reingeben. Fußgelenke. Unsere Füße tragen den ganzen Tag unser Gewicht und manchmal geben wir ihnen so wenig Aufmerksamkeit. Also das ist jetzt ein schöner Moment, Danke zu sagen. Das Gewicht, was du den ganzen Tag mit dir rumträgst. Und das finde ich auch immer besonders angenehm, wenn man gerade gejoggt hat und aus der Dusche kommt und dann nochmal richtig schön durchknetet.
Und jetzt geh über deine Fußgelenke hoch zu deinen Waden. Die eine Wade knete ich richtig schön durch. Das Knie, Oberschenkel, Hüfte. Und ich persönlich liebe es, massiert zu werden. Und manchmal vergisst man, dass man sich auch einfach selber massieren kann. Ja. So, wenn du dich einmal richtig gut durchgeknetet hast, dann kommen wir jetzt langsam über den Schneidersitz nach vorne in den Vierfußstand. Und wir machen ein paar Cat-Cow-Runden. Die Knie sind unter der Hüfte und die Hände sind unter den Schultern. Atme ein, Steißbein. Wirbel für Wirbel nach vorne, komm in die Kuh. Die Brust öffnet sich nach vorne und versuch wirklich, als ob du deine Hände nach hinten ziehen wollen würdest zu deinen Knien. Und atme aus, komm in den Katzenbuckel. Cat-Cow ist wirklich, finde ich, die allerbeste Art, die Wirbelsäule aufzuwecken. Und da kann man bei jedem Atemzug, egal ob du einatmest oder ausatmest, ganz viel Druck reingeben, ganz viel Liebe. Kein Druck, Liebe. Und jetzt hier ein paar Freestyle-Momente. Du kannst deine Hüfte kreisen, die eine Richtung in die andere, vielleicht mal den einen Fuß ausstrecken. Es ist wirklich von Kopf bis Fuß heute. Also in dem Moment, wo du das Gefühl hast, da war ich heute noch nicht oder da könnte ich ein bisschen, dann geh dahin. Du kannst natürlich auch bei den klassischen Cat-Cows bleiben, wenn du dich damit heute besser fühlst. Und ansonsten vielleicht ein bisschen in den Hüften kreisen. Andere Seite. Wenn deine Handgelenke einen kleinen Break brauchen, dann lauf dich zurück auf deine Fersen und stell deine Zehen auf. Ein kleiner Yoga für die Füße Moment. Und loop hier deine Schultern. Kreise deine Handgelenke. Komm dann langsam wieder zurück. Und jetzt nimm mal deine Hände, dass deine Fingerspitzen nach hinten zu deinen Knien zeigen. So lange, bis es angenehm ist. Falls es sich sofort total unangenehm angefühlt, weil deine Handgelenke noch nicht so gedehnt sind, dann bleibe nochmal hier und übe ein bisschen noch mehr in der Stärke. Ansonsten dreh deine Fingerspitzen langsam zurück. Du kannst auch hier dein Gewicht nach vorne geben und dann sanft nach hinten, ganz sanfte Dehnung. Vorne, dann nach hinten. Und jetzt komm auf deine Handrücken. Deine Finger zeigen zueinander. Deine Mittelfinger berühren sich. Und komm auch hier sanft nach vorne, nach hinten. Du kannst von links nach rechts schöne Dehnung in deine Handgelenke bringen. Atmen nicht vergessen. Und komm dann wieder zurück in den klassischen Tisch. Und stell deine Zehen auf und schiebe dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Oh. Laufe hier auf einen Moment auf der Stelle, links und rechts. Schiebe dich aus deinen Händen raus. Die Schultern sind weg von den Ohren. Kreise hier deine Hüften, deine Fußgelenke. Beuge deine Knie und ziehe dein Steißbein noch etwas mehr zur Decke, sodass sich deine Wirbelsäule noch etwas mehr in die Länge ziehen kann. Und atme tief. Hebe jetzt dein rechtes Bein, wenn du dich gut fühlst, beim Einatmen. Und beim Ausatmen stelle es zwischen deine Hände. Komm in den Low Lunge. Dein linkes Knie ist auf der Matte. Atme ein, nimm die Hände über den Kopf. Atme aus, jetzt kannst du die Hände verschränken und mal die Handinnenflächen nach oben zeigen lassen. Die Schultern sind weg von den Ohren. Bei jedem Ausatmen etwas tiefer in deine Hüften sinken. Und bei mir im Einatmen dich etwas mehr aus deinen Schulterblättern nach oben und sanft nach hinten ziehen. Und ausatmen etwas tiefer in den Hüften. Komme langsam wieder zurück. Nimm deine Fingerspitzen links und rechts von deinem rechten Fuß. Und komme jetzt in einen H-Split, in dem du mit deinen Hüften nach hinten gehst und dein rechtes Bein streckst. Es kann das rechte Knie in einer leichten Mikrobeugung. Und dein rechter Fuß ist geflext. Komme hier, wie gesagt, auf deine Fingerspitzen. Atme ein, öffne die Brust nach vorne, als ob du eine Kuh machen wollen würdest, wie beim Cat-Cow.
Und atme aus. Komm hier in den Katzenbuckel. Atme ein. Komm in die Kuh. Schultern sind weg von den Ohren. Die Brust öffnet sich nach vorne. Atme aus. Komm langsam wieder zurück. Hier ein paar Runden für dich selber. Und du wirst hier eine ganz tolle Dehnung in deinen Waden und in deiner ganzen Beinrückseite spüren. Und jetzt komme für einen Moment mit so geradem Rücken, wie es dir nur geht, langsam beuge dich über dein rechtes Bein, komme sanft nach unten. Eventuell kannst du von deinen Fingerspitzen auf deine Handflächen kommen und ziehe deine rechte Hüfte etwas mehr nach hinten, sodass sich deine Hüften auf einer Linie befinden. Dehnung für dein ganzes Bein. Und komm langsam wieder zurück. Hebe dein linkes Knie. Pflanze deine Hände und tritt zurück in den runden schonenden Hund. Hebe jetzt dein linkes Knie nach oben, dreibeiniger Hund, deinen linken Fuß. Und stell den linken Fuß zwischen deine Hände. Komm auf dein rechtes Knie, Low Lunge. Nimm deine Hände über den Kopf. Verschränke deine Hände und drehe deine Handflächen nach oben zur Decke. Deine Schultern sind trotzdem weg von den Ohren. Also atme ein, zieh sie nach oben zur Decke und atme aus. Entspanne deine Schultern und sinke jetzt immer etwas tiefer in deine Hüften rein. Der hintere Fuß kann entweder aufgestellt sein oder komm auf deinen Fußrücken. Atme ein, schiebe dich etwas weiter nach oben. Stretch dich wirklich wie, als ob du so morgens aus deinem Bett heraus. Und atme aus, sinke etwas tiefer in deine Hüften. Wenn du gehen musst, dann gehne. Wenn du dich strecken musst, dann streck dich. Sink etwas tiefer in den Hüften. Und atme aus, komm zurück. Und jetzt Half Split auf der anderen Seite. Rolle über deine Ferse nach hinten, streck dein linkes Bein, komm auf deine Fingerspitzen. Die sind ungefähr auf Höhe also in der Mitte deiner Wade. Und komme hier auch sanfte Cat-Cow-Bewegung. Atme ein. Der Rücken kommt in die Kuh, atme aus, komm in einen Katzenbuckel, ziehe deine linke Hüfte sanft nach hinten, atme ein, in die Kuh, atme aus, drück dich hier nach oben, spüre die Dehnung in deiner ganzen Beinrückseite, das linke Knie hat eine leichte Mikrobeugung. Und wenn du dich hier gut fühlst, dann komm auch hier sanft auf deine Handflächen, also von deinen Fingerspitzen auf deine Handflächen und versuche den Rücken so lange gerade zu lassen wie möglich und beuge dich für einen Moment sanft über dein gestrecktes Bein. Falls du hier schon absolut genug Dehnung spürst und dein Bein sich anfühlt, als wäre es, als würde es brennen, dann bleibe hier. Ich glaube, das ist das richtige Zeichen. Und ansonsten beuge dich etwas tiefer. Sehr gut. Komm zurück in den Low Lunge. Hebe dein rechtes Knie. Und komme zurück in den runden schonenden Hund. Atme tief. Hebe jetzt wieder dein rechtes Bein nach oben. Und stelle deinen rechten Fuß zwischen deine Hände. Komm für einen Moment nochmal in den Low Lunge. Hebe jetzt hier die Zehen deines rechten Fußes nach oben und lasse jetzt dein rechtes Knie sanft nach rechts ausfallen. Ohne Schmerzen, hoffentlich. Und es ist wichtig, dass dein rechter Fuß geflext ist. Also wirklich nochmal, hebe deine Zehen zuerst, flex deinen Fuß und lasse dann dein rechtes Knie sanft zur Außenseite fallen. Bleibe hier oder komm auf die Fingerspitzen deiner linken Hand. Öffne dich zur rechten Seite auf und eventuell fasst du mit deiner rechten Hand dein linkes Bein. Das ist eine sehr komplexe Pose, I know. Das heißt, du hast hier eine Dehnung in deinen Hüften. Pass auf dein Knie auf, indem du deinen Fuß immer schön flexst. Du hast einen leichten Twist in deinem Oberkörper und gleichzeitig dehnst du deinen linken Oberschenkel. Was will man mehr? Öffne dich hier nochmal ein bisschen mehr zur rechten Seite. Oh, spür richtig so, als ob du dich ausringen möchtest bei jedem Ausatmen. Lass etwas los. Und komme langsam wieder zurück.
Dreh jetzt, also komm wieder zurück auf dein, in dein, dein Fuß ist auf der Matte und dreh jetzt beide Zehen deiner Füße auf zur rechten Seite. Also komm auf die Außenkante deines linken Fußes. Die rechten Zehen zeigen nach vorne. Komm auf deine linke Hand und hebe hier für einen Moment deine Hüften. Atme aus, senke die Hüften sanft Richtung Matte. Und atme ein, hebe deine Hüften. Stretch auch hier. Komme langsam wieder zurück. Noch einmal, hebe deine Hüften, pass auf dein Knie auf. Und atme aus, dreh dich langsam wieder zurück. Komme zurück in den Hund für einen Moment. Hebe dein linkes Bein und komme mit deinem linken Bein zwischen deine Hände. Für einen Moment in den Low Lunge. Rechtes Knie ist auf der Matte. Und jetzt hier dasselbe auf der anderen Seite. Hebe deine Zehen, also flex deinen Fuß. Und lass jetzt dein linkes Knie sanft zur linken Seite fallen. Komm auf die Fingerspitzen deiner rechten Hand. Drehe deinen Oberkörper auf, nach links. Und eventuell kannst du mit deiner linken Hand den rechten Fuß fassen. Twist auf der anderen Seite. Die Schultern sind weg von den Ohren. Lass deinen linken Fuß unbedingt geflext. Und eventuell kommst du bei jedem Ausatmen etwas tiefer in deine Hüften. Falls das hier für dich schon absolut genug ist, dann bleib hier. Und wenn du etwas mehr möchtest, twiste dich auf. Bringe dich aus, sink etwas tiefer. Spür den Stretch in deinem rechten Oberschenkel, in deiner linken Hüfte. Und komm langsam wieder zurück. Und drehe jetzt auch hier die Zehen deiner beiden Füße auf zur linken Seite. Also komm auf die Außenkante deines rechten Fußes. Komm auf deine rechte Hand. Für einen Moment mit der Hüfte nach unten. Und jetzt atme ein, hebe deine Hüfte. Der Arm streckt sich nach oben zur Decke und atme aus. Senke deine Hüfte langsam Richtung Boden. Atme ein, hebe deine Hüften und atme aus. Senke sie langsam Richtung Matte. Und noch ein letztes Mal. Atme ein nach oben und atme aus. Komme zurück. Dreh dich zurück in einen Low Lunge. Und komme jetzt hier für einen Moment auf deine Knie. Und Child's Pose. Die Stirn kommt für einen Moment auf den Boden. Die Hände sind neben deinem Körper. Atme hier für einen Moment tief. Richte dich langsam auf. Komme zurück in den Tisch. Und jetzt lauf deine Hände ein bisschen vor deine Schultern, also mehr als wir es normalerweise machen. Atme ein, hebe deinen rechten Arm nach oben. Also öffne dich für einen Moment auf der, zu deiner rechten Seite, twist. Und atme aus, komm mit, mit deiner rechten Hand in die Lücke zwischen deinem linken Arm und deinem linken Knie. Und komm auf deine rechte Schulter, twist. Oh yeah, baby. Oh yeah, I can feel it. Dein linker Arm kann sich aufstellen, sodass dein linker Ellbogen Richtung Decke zeigt. Twist, bring dich hier richtig schön aus. Spüre sich deine Wirbelsäule, deine Schultern. Atme tief. Und komm langsam wieder zurück in den Tierverstand. Atme ein. Hebe deinen linken Arm zur linken Seite. Twiste hier erstmal, öffne deine Brust, gib dir Space und jetzt atme aus. Mit der linken Hand zwischen die Lücke zwischen deinem rechten Fuß und rechten Arm. Komm auf deine linke Schulter. Deine rechte Hand kann aufgestellt sein, sodass dein rechter Ellbogen nach oben zeigt. Und twiste jetzt hier auch. Öffne dich zur rechten Seite, spüre den Stretch in deinen Schultern. Atme tief.
langsam zur Ruhe. Cool. Komm langsam zurück in den Tisch. Kreuz deine Fußgelenke. Und komm sanft zum Sitzen. Streck deine Beine für einen Moment aus. Hebe deine Arme über den Kopf. Deine Knie können gebeugt sein oder sind sogar vielleicht besonders angenehm, sie heute zu beugen. Strecke dich aus deiner Wirbelsäule aus und atme aus. Beuge dich für einen Moment über deine Beine. Wenn du möchtest, kannst du dann jetzt hier mit deinen Hüften etwas weiter nach hinten laufen, um noch mehr Dehnung in deinen Beinen zu spüren. Oder du lässt deine Knie heute gebeugt und spürst etwas mehr Dehnung in deinem unteren Rücken. Für jeden ist etwas dabei. Tief. Rolle langsam wieder nach oben und komme sanft auf den Rücken. Nimm die Knie für einen Moment, deine Brust, gib dir eine Umarmung, kreise hier nochmal deine Fußgelenke. Jetzt nimm das linke Knie dicht an deine Brust, strecke das rechte Bein aus. Und jetzt führe mit deiner rechten Hand das Knie rüber zu deiner rechten Seite, twiste und drehe deinen Kopf zur linken Seite. Achte darauf, dass deine linke Schulter die Matte berührt. Und fang hier schon mal an, bei jedem Ausatmen etwas schwerer zu werden, etwas tiefer in die Matte zu sinken. Bring dich aus wie ein alten Lappen. Atme tief. Komm langsam wieder zurück. Nehme dein rechtes Knie dicht an deinen Körper. Zieh es an deine Brust. Das linke Bein streckt sich aus. Und führe jetzt dein rechtes Knie sanft zur linken Seite. Dreh deinen Kopf zur rechten Seite auf. Achte darauf, dass deine rechte Schulter trotzdem den Boden berührt. Und twiste hier auf der anderen Seite. Bring dich aus. Und werde bei jedem Ausatmen etwas schwerer. Komm zurück in die Mitte. Streck deine beiden Beine aus und verschränk nochmal deine Hände. Dreh deine Handflächen nach oben zur Decke. Und jetzt streck dich hier nochmal ganz nach oben aus. Zieh dich ganz lang, als ob dich jemand von deinen Zehen und dann von deinen Zehen bis zu deinen Haarspitzen in unterschiedliche Richtungen ziehen würden. Zieh dich doch mal ganz lang. Und die Hände kommen links und rechts neben deinen Körper. Die Schulterblätter sind unter deiner Brust. Die Zehen fallen sanft nach außen. Atme ein und atme aus. Sinke etwas schwerer in die Matte. Falls du jetzt noch irgendeine Bewegung brauchst, dich irgendwie noch, es noch irgendeinen Teil in deinem Körper gibt, der noch nicht ausgewrungen wurde, der noch nicht gedehnt wurde, dann gib dir jetzt diese Bewegung. Und falls du jetzt Zeit hast, dann bleibe noch für einen Moment hier in Shavasana liegen. Und ansonsten regel dich langsam hoch zum Sitzen und hab einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut und frisch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Namaste.